Guten Morgen. Es ist echt recht frisch heute. Gestern war ein Feiertag. Habe ich nicht so viel gemacht. Ein bisschen war schon, ich war im Wald auch einmal noch. Die Äste zusammenschneiden, die restlichen. Und ja, das habe ich beim Hofrundgang gar nicht erwähnt. Gibt ja den großen Hofrundgang. Da habe ich so eine Steinmauer für Eidechsen und auch Insekten und so. Und die fühlen sich da ziemlich wohl. Die Katze. Jetzt gehe ich schnell das Wasser auffüllen. Die Schweine, gefrühstückt haben sie schon. Wir müssen als erstes da einschalten gehen. Weil im Schlauch das hier immer allein lassen in der Nacht. Weil sie gefriert jetzt immer. Da steht schon der Miststreuer. Mal hergerichtet, abgeschmiert gerade noch. Die Gang ist auch da. Häubchen runter. Schlauch anstecken. Und da habe ich einmal Druckleitung und einmal Schwachdruckleitung mit einem Druckminderer. Das habe ich auch schon mal erklärt, glaube ich. Im Stall und bei der Wanne. Bei der Wanne mit Schwimmer, da habe ich das erwähnt. Boah, es wird fast der Kappen da leiden. Und die Ohren ist schon frisch, muss man sagen. Da sieht man wieder, dass das auszahlt, wenn man den Schlauch lagern lässt. Und die kriegen zum Frühstück 12 Liter Flüssigkeit zum Trinken. Da ist ein Drittel Milch und der Rest ist lauwarmes Wasser. Das ist jetzt eine Stunde her, also 12 Liter miteinander, 6 Liter pro Nase. Und sie hat jeden Tag trotzdem noch einen Durst. Die Ziegen füllen wir auch auf. Die müssen auch raus. Die holen wir jetzt inzwischen. Da rührt sich gar nichts. Viel zu kalt. Holzlagerplatz kann auch noch ausräumen. Ein bisschen Brennholz habe ich gespalten gestern. Es war noch eine Feiertagsbeschäftigung. Kuckuck, holla. Hallo, Baby. Was ist los? So. Ja, dann geht auch raus. Darf die erste sein. Auf kurz und dann. Die liebe Finster. So, bitte kommen Sie, bitte kommen Sie. Ja, Mann, da rein. Hopp, hopp, hopp. Ah, die Ziegen. Das Weidezaungerät funktioniert auch wieder einwandfrei. Batterie habe ich aufgeladen. Jetzt blinkt es auch wieder das Richtige. So, irgendwann muss das Fett ja auch laben. Mit der Dusche.
Okay, dann lassen wir den Kumpel mal laufen. Und nachher muss ich noch einmal ausschmieren. Das reicht noch nicht. Das ist jetzt lang im Rhein. Aber schon ganz netter Hügel. Wenn man so einen Anhänger im Vergleich sieht, wenn schon 20 Fuhren oder so werden das locker werden. Mal ausstellen. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir es gleich gescheit. Die 20 Minuten sind ich dann. Wunder, wenn man sich anschaut, wie viel Dreck sich da ansammelt, immer und so. Die Technik, die die da zusammenbastelt haben, das ist schon grandios, gell? Wie gut das funktioniert. Ah, wo haben wir da Schmiernippeln? Da ist einer. Da wird auch noch einer sein. Ja. Da ist einer. Da ist keiner, das ist eine Halterung. Schmiernippeln war das einmal voll. Ach, ich fast nur ein Duschen. Der Mischfeuer ist echt der Hammer, ehrlich. Den habe ich vom Schwiegervater von meinem Bruder zum echt guten Tarif kaufen können. Und das Coole an der Sache ist, dass der hat hinten schon eine Einstreuwand. So, ich baue die Deckel wieder auf, abstellen, Deckel rauf und dann geht's los. Wenn man denkt, schmier schnell ab. Eine halbe Stunde ab, ist beim Abschmieren gar nichts bei den Geräten. Aber sein wird das echt ein richtig cooler Mischstreuer, weil. Sag ich euch jetzt. Erstens einmal ist er super beieinander. Nutzlast hat er 2 Tonnen, das reicht für mich. Also aufladen werde ich wahrscheinlich eh mal mehr, das sechs dann eh. Aber der hat ein Breitstreuwerk. Das heißt, der hat da Gelenke drinnen. Die Außenschaufeln sind schräg angeordnet. Deswegen wirft er breiter als die Spur ist. Und das ist natürlich super, weil dann brauchst du nicht immer im Dreck rumfahren, was bei den Schmalstreuer der Fall ist. Also das sind alle Streuer mit gerader liegender Walzen. Werfen wir eigentlich recht schmal aus. Und durch die Gelenke eben wirft er breiter als die Spur ist und somit bleiben alle Wege eigentlich immer sauber, wenn man ein bisschen aufpasst und sich Zeit lässt. Was möglich ist. Also dann. Nachmittag geht's weiter. Jetzt gehe ich Mittagessen. Mahlzeit allerseits. Und dann geht's ans Miststreuen. So, nachdem ich jetzt Mittag gemacht habe und es eigentlich auf der Couch ganz fein gewesen war, schauen wir, dass wir den Haufen da wegbringen.
mehr dranhängen. Kann man das noch erkennen? Da hängen unten am Seil Leitern. Der Rettungshubschrauber Christophorus, der fliegt nach Halle ins Krankenhaus rein. Was man nicht alles erlebt. So laut ich auch circa. Schaut eigentlich ganz in Ordnung aus. Fällt nichts davon. Hinten fällt in der Regel auch nichts aus, erwarten fahren. Genau, da ist alles angehängt, Stützradl ist verstaut. Dann düsen wir los. Lästig ist. Ich denke, ich würde da noch ständig anhängen. Aus dem Grund fahre ich halt auch ein bisschen mehr Sachte. Dann geht das schon.
So, man sieht schon, geht was weiter. Der halbe, knapp der halbe Haufen ist weg. Jetzt haue ich die eine vorne an aufs Feld. Und dann ist für heute eh schon genug. Dann geht's morgen wieder weiter. Gang. Es waren 22 Kurden. Eigentlich eh ganz ziemlich so viel, wie ich geschätzt habe. Gerade sie da noch, das ist alles ein bisschen zu, wie es das ordentlich ausschaut. Und dann ist es eh schon gelaufen für heute, weil es schon wieder 5 ist. Ich habe mir gedacht, ich filme heute gar nicht was, wie ich filme, weil im Prinzip ist es eh das gleiche, wie es gestern war. Vielleicht da gleich noch, wie es zusammenschiebt ein bisschen. Und der Haufen da, der bleibt noch liegen für den Frühling, nachher für den Acker, dass ich da auch noch einen alten Mist habe. So, der Land. Die Sonne geht auch schon langsam unter. Die Gänse schimpfen schon wieder. Da habe ich noch einen Heuballen hergerichtet. Für die Ponys. Danke fürs Einschauen und wenn es euch gefallen hat, vielleicht schaut euch die nächsten Videos auch wieder an, vielleicht gibt es ein Like für mich oder ihr abonniert sogar meinen Kanal, war echt super. Nachher schönen Resttag und danke fürs Einschauen. Tschüss.